Fische. Hier, Fische. Und ja, haben wir fast nichts mehr. Was nicht so toll ist. Und deshalb würde ich ja mal sehr gerne hier oben irgendwann mal so eine Fischerhütte hinsetzen. Dann kommt jetzt einfach hier eine Fischerhütte hin. Fertig, aus. Oh, unser Gelehrter hat eine Wasserader gefunden. Nun wären wir in der Lage, mit einem Brunnen Wasser zu fördern. Das war bestimmt dann hier oben irgendwo. Genau, hier. Ich zoome da mal ran und ihr seht, da ist ein blaues Symbol auf dem Schild. Und das bedeutet, hier kriege ich eben Wasser. Und das ist gut. Deshalb baue ich da direkt einen Brunnen hin, den wir jetzt bestimmt bauen dürfen. Ich definiere das jetzt einfach, sonst hätte es uns ja nicht gesagt. Hier der Brunnen. Genau, neuer Gebäudetyp Brunnen. Wir haben Wasser gefunden und wir haben noch mehr Eisen gefunden. Okay. Ja gut, brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Wie sieht es allgemein aus mit Eisen und Kohle? Relativ wenig, deshalb bin ich jetzt einfach da mal so weit offen und sage, oh guck mal, hier ist tatsächlich nichts im Berg. Ich setze mal hier hinten noch ein Kohlewerk hin. Hier ist schön, da gefällt es mir. Und verbinde das hiermit. Das können wir abreißen. Und wo haben wir noch ein bisschen Eisen gefunden? Ja, das war da unten irgendwo. Ich glaube, Eisen haben wir eher noch gut genug. Also ich meine, wir brauchen eh mehr Kohle, weil die Eisenschmelze Kohle benötigt und auch die Schmiede Kohle benötigt. Und daher ist das momentan völlig in Ordnung. Ich bin eigentlich froh, wenn wir Schwerter produzieren. Haben wir eigentlich schon welche hergestellt? Schwerter? Nö, keine Schwerter. Aber die wurden schon weiterverwertet, weil hier, ich zoome wieder ran, seht ihr es, da läuft ein Soldat und das ist toll, weil das bedeutet, wir können uns gleich wieder ein bisschen ausbreiten. Und das passiert jetzt. Na, das Timing war nicht so toll, aber in Ordnung. Und hier haben wir wieder ganz viele Bauplätze. Deshalb setze ich hier gleich nochmal ein, zwei Geologen hin, dass sie da gleich gucken, was sie finden. Und hier oben wird demnächst gleich die nächste Baracke hingesetzt. Wir wollen uns ja ausbreiten. So, der Bauernhof ist im Bau. Und theoretisch hätten wir hier nochmal Platz für einen Bauernhof. Und damit es nicht nur theoretisch bleibt, schließen wir ihn auch ans Straßennetz an. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann bald, sobald der Brunnen hier fertig gebaut ist, dass wir dann auch relativ bald Brot backen dürfen. Ein Bauernhof muss natürlich auch noch... Da steht es ja, perfekt. Der Bau unserer ersten Getreidefarm ist abgeschlossen. Das Getreide könnte nun in einer Mühle zum Mehl verarbeitet werden oder auf einem Schweinehof verfüttert werden. Bei der Versorgungslage würde... Die Versorgungslage würde dann immer besser. Genau. Und das bedeutet, wir bauen jetzt... Was machen wir denn? Also wir könnten jetzt entweder eine Mühle bauen, daraus könnten wir dann Brot backen, oder wir könnten eine Schweinezucht bauen, was ich eigentlich fast sympathischer finde. Und deshalb mache ich das einfach mal. Hier oben eine Schweinezucht braucht ebenfalls ein großes Gebäude. Und, naja, wir können ja... Oh, wir haben eine Goldader erschlossen und wären nun in der Lage, in einer Münzprägerei kostbare Münzen herzustellen. So langsam wird das Leben hier beinahe heimisch komfortabel. Genau, und diese Münzen, habe ich ja im letzten Teil schon erzählt, kann man dafür verwenden, seine Soldaten abzugraden. Finde ich jetzt nicht so wichtig. Also hier in dieser Mission, weil ich eben weiß, dass es hier keine Gegner gibt. Aber wir bauen trotzdem mal ein Goldbergwerk hin. Auch schon deshalb, weil wahrscheinlich es nicht sonderlich vorangeht, wenn wir es nicht täten. Ja. Und dann wollen wir natürlich auch noch eine Münzprägerei haben. Und der da gelehrte Granitvorkommen in den Bergen gefunden haben, ist der Nachschub an Steinen bis aufs Weitere gesichert. Also das, wir haben jetzt hier auch irgendwo hier Granit gefunden und Granit können wir eben auch ein Bergwerk setzen, dass wir
ja, Steine bekommen, falls mal irgendwann hier alles weg ist. Ich mag die Dinger tatsächlich nicht so, weil sie halt, sie verbrauchen halt leider ebenfalls Nahrung und deshalb finde ich das, versuche ich es immer zu umgehen, solange es noch geht. So, dann spulen wir mal wieder weiter vor. Goldbergwerk ist im Bau, Kohlebergwerk ist im Bau, dann brauchen wir jetzt irgendwo noch Platz. Yippie, yippie, yippie. Oh, und da haben wir uns ausgebreitet. Das sind schon wieder nur zwei Bau. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur dafür da ist, dass man... Ja, wie komme ich da nicht drum rum? Ich komme doch da bitte drum rum. Hier rein? Dahin? Dahin? Nein? Nein? Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, muss ich ein bisschen nachhelfen. KI, Wegfindung und so. Ist noch nicht so gut. Einen Gelehrten. Dann bauen wir da noch eine Baracke hin. Und hier könnten wir eine Fischerhütte hinsetzen, was ich eine gute Idee finde. Genau, und jetzt brauchen wir nach wie vor ein bisschen Platz für Münzprägereien und so weiter. Die setze ich einfach mal hier rein. Also das ist jetzt noch nicht so super. Meine Güte. Unser neuer Schweinehof könnte nun eine Metzgerei mit Schlachtvieh versorgen. Ja, richtig, das habe ich ganz vergessen. Wir brauchen natürlich auch noch eine Metzgerei. Und ein seltsames Ding haben unsere Gelehrten entdeckt. Es sieht aus wie ein Tor. Offensichtlich waren also bereits Menschen vor uns auf dieser Insel. Sogar eine Inschrift in lateinischen Buchstaben entdeckten sie auf dem Tor. Sie ist sehr, sehr seltsam und widersprüchlich. Vielleicht ein Rätsel. Consiste ut procederas. Lass dich nieder, um fortzuschreiten. Wer weiß, was das bedeutet. Genau, also das, wovon er spricht, ist das hier hinten. Und das ist so ein Tor und das ist eigentlich unser Missionsziel, um das mal zu spoilern. Also sobald wir hier hinkommen, haben wir eigentlich gewonnen und deshalb müssen wir hier diese Baracke unbedingt hinbauen, dass wir hier uns ausbreiten. Und ich wollte noch den Metzger bauen. So, was war denn der Metzger? Du siehst aus, nee, das ist eine Schlosserei. Fleischerei, genau, Fleischerei klingt gut. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt noch so weit voran, bis wir dahin kommen. Und dann ist nämlich dieses Tutorial auch schon aus. Und das wäre dann auch ein guter Abschluss für diese Episode. Dann machen wir das in dieser Episode noch. Und wie gesagt, Goldbergwerk holt jetzt Gold. Und wenn wir irgendwo eine Münzprägerei hinsetzen, was ich immer noch nicht gemacht habe... Ich setze es jetzt einfach mal da oben hin, auch wenn ich den Bauernhof da ein bisschen... Das laggt irre. Also zu schnelle Geschwindigkeit laggt irre. Genau, jetzt kann ich hier eben eine Münzprägerei hinsetzen und die würde mir dann das Gold in Münzen umwandeln. Und wenn ich jetzt hier auf die Baracke klicke, dann werden die Münzen in die Baracken geliefert und dann werden die Soldaten aufgewertet. Finde ich immer sehr schön. Gut, dann machen wir es wieder schnell. Oh, guck mal, jetzt könnten wir hier was hinbauen. Zum Beispiel eine Fischerhütte. Also ich versuche jetzt den Platz einfach so gut wie möglich zu nutzen. Ob das Sinn macht oder nicht, ist ja egal. So. Und hier. Und ich finde es auch wirklich schön, also wenn wir jetzt mal die Icons hier wieder wegmachen, hier oben die Bauernhöfe, die hier wirklich die Felder bauen, also für damals war das wirklich irre schön. Und ich meine, wie gesagt, die modernen Siedler, das sind nichts anderes. Also es spielt sich genauso, nur ist halt alles in 3D. Aber tatsächlich braucht man für solche Spiele nicht unbedingt 3D, aber natürlich sieht es heute insgesamt besser aus. Ja, jetzt müssen wir warten, bis wir genügend Soldaten haben oder mal wieder einen Soldaten haben, dass die Baracken ein bisschen besetzt werden. Deshalb werde ich jetzt einfach mal hier in die Statistik gehen und die Warenverteilung nehmen und die Schmiede, wir haben ja nur eine Schmiede, aber die Nahrung soll jetzt mal ausschließlich in Kohle- und Eisenbergwerke gehen.
damit wir eben möglichst schnell ein neues Schwert kriegen und damit neue Soldaten. Gut, wir haben mal wieder eine Nachricht bekommen. Wir haben keine weiteren Steinbestände mehr hier. Dann können wir dieses Gebäude wieder abreißen. Was haben wir sonst noch? Fleischerei, Wasser gefunden, Militärgebäude besetzt, Granitbergwerk, Granit gefunden, Goldbergwerk, Münzprägerei, Gold gefunden, Mühle, Schweinezucht, Militärgebäude. Okay, und dann können wir auch noch eine Mühle bauen, weil, warum denn nicht? So. Irgendwas müssen wir ja machen, solange wir noch keine Soldaten haben. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu den neuen Siedlern. Bei den neuen Siedlern braucht man tatsächlich eine Kaserne, die, ouch, klingt ja schrecklich, der Sound, braucht man eine Kaserne, wo eben Soldaten ausgebildet werden, und hier braucht man einfach nur ein Schwert. Wir haben die ersten Goldmünzen geprägt und können jetzt die Ausbildung unserer Soldaten bezahlen. Yay, das ist doch toll. Und jetzt suche ich gerade die Münze, da wird Gold transportiert. Wo ist unsere Münzprägerei? Hier ist unsere Münzprägerei. Und hier, seht ihr es, wird die erste Münze getragen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die erst ins Lager getragen wird oder ob die direkt in eine Baracke getragen wird. Münze, Gold hoch, Goldmünze zurück und... Ne, die wird erstmal zurückgetragen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach das beschleunigen und unsere Baracken hier wieder abreißen. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber so langsam wird es mal wirklich wieder Zeit für einen Soldaten. Denn wir stellen doch Schwerter her, dachte ich. Oder? Kohle. Naja, da, also Kohle haben wir. Ich könnte natürlich auch mal sagen, dass die Kohle kommt, die Kohle nur in die Eisenschmelze gerade. Wie viel Eisen haben wir denn momentan? Dass wir da ein bisschen entgegenwirken. Wir haben genug Eisen, das heißt, ich werde jetzt die Eisenschmelze erstmal anhalten. Hey, das ist gemein. Die Windmühle könnte eine Bäckerei mit ausreichend Mehl versorgen. Na, sowas. So, jetzt möchte ich aber trotzdem hier den Betrieb einstellen, dass mal die Schmiede mehr an Eisen kommt, damit das etwas flinker geht. Genau, und jetzt sehen wir hier den Transport einer Münze. Wird hier reingelagert werden. Und sobald die drin ist, ich spule mal ein bisschen vor. So, jetzt sehen wir, die Münze ist jetzt hier drin und noch haben wir hier so ein kleines Holzschwert mit so einem Kupfer... Logo. Und sobald das dann verarbeitet ist, das dauert dann eine Zeit lang, deshalb spule ich mal wieder vor. Ich spule gerne auch ein bisschen schneller vor. So, und jetzt ist es verarbeitet und jetzt haben wir schon so ein bisschen mehr Eisen. Also sieht aus wie ein Eisenschwert und damit ist unser Soldat jetzt ja verbessert und aufgelevelt und hält dementsprechend mehr aus. Ja, so, jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich irgendwie keine Soldaten herstelle. Ich warte jetzt noch mal eine Minute. Und da kommt schon wieder die nächste Münze. Also das funktioniert alles ganz gut. Da kommt endlich ein Soldat. Seht ihr ihn? Hier ist er. Jetzt hoffe ich, dass er auch hinter... Zu der richtigen Baracke geht, aber es sieht ganz gut aus, dass er hier hingeht. Wunderbar. Herrlich. Und so, jetzt ist er endlich da. Und jetzt dürften wir das Ding gleich haben und ich vermute, dann ist die Mission vorüber. Zweiter Tag des 13. Monats nach der Landung. Gestern begann das zweite Jahr und wir scheinen es geschafft zu haben. Die Gelehrten berichten von seltsamen Aktivitäten am Tor. Es sieht so aus, als habe sich ein Weg geöffnet, der uns von dieser Insel wegführen kann. Das scheint der Sinn des Rätsels zu sein. Man muss sich niederlassen und siedeln, um voranzukommen. Mal sehen, vielleicht führen ja wirklich alle Wege nach Rom.
Genau, und wir können jetzt entweder weiterspielen oder wir können das Tor betreten. Und ich würde sagen, wir haben genug in dieser Tutorial-Welt gespielt. Wir betreten jetzt hier das Tor. Sie haben das erste Kapitel erfolgreich beendet. Und ja, kommt noch was? Nee, ich muss klicken. Und dann sind wir wieder zurück im Hauptmenü. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann hier mit dem zweiten Kapitel beschäftigen. Ihr seht, hier gibt es ganz viele Kapitel, aber ich stelle schon mal ein, erster Kontakt. Das klingt so, als müssten wir in der nächsten Mission auf alle Fälle kämpfen. Aber an dieser Stelle ist dieses Video jetzt erstmal zu Ende und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ja die zweite Mission spielen, und ich bin mir sehr sicher, das wird ein bisschen interessanter und abwechslungsreicher. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!